Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute eine Reparatur am UX303LA und zwar Displaydeckel oder LCD-Back tauschen. Wie schon erwähnt, ist an dem Gerät die Scharnier vom Deckel ausgebrochen. Bei den meisten in dieser Serie bricht es rechts aus, in dem ist jetzt ausnahmsweise mal links. Ja, macht aber keinen Unterschied. Muss der Displaydeckel getauscht werden. Den haben wir auch im Lager, so wie eigentlich alle Ersatzteile für das Gerät. Ja, das Einzige ist, das Gerät muss fast komplett zerlegt werden, weil die Leiste, die bekommt man sonst nicht weg, die muss verschoben werden, aber ich fange jetzt am besten einfach mal an. Zuerst müssen hier unten natürlich alle Schrauben raus. Die Schraube hier in der Mitte, die ist länger. Und dann sind hier noch zwei Schrauben unter den Füßen. Hier ist der Fuß schon kaputt. Den könnte man jetzt theoretisch auch ersetzen. Findet man auch bei uns im Shop. So, dann kann man die ganze Bodenplatte abnehmen. So, nächster Schritt, Akku abhängen, damit nichts mehr passieren kann. Wie immer. Und dann kann man das Displaykabel abstecken. Ist nur drauf gesteckt. Und die beiden WLAN-Antennen. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, die sind filigran. So, dann kann man das Scharnier wegschrauben, sodass man dann die komplette Display-Einheit abnehmen kann. So, da ist eh gebrochen. Nach oben klappe. Und weg damit. So, jetzt haben wir hier die Display-Einheit vor uns liegen. Jetzt kann man die leicht nach rechts verschieben. Und dann kann man sie wegnehmen. So. Manchmal sind ja dann auch die Haltenase noch gebrochen, dann muss man sie tauschen. In dem Fall geht es jetzt aber noch. Manche sind zwar auch kaputt, aber es hat noch gehalten. So, wie man hier sieht, sind hier die ganzen Verschraubungen ausgebrochen. Und deshalb muss man den Deckel tauschen. Die Scharniere sind in aller Regel noch in Ordnung, das heißt, die kann man wieder verwenden. Ja, machen wir erstmal die zwei Schrauben noch hier raus, die brauchen wir wieder. Andererseits Scharnier noch wegschraube. Auf der linken Seite hat jetzt eine Schraube gefehlt. Da muss ich nachher schauen, dass ich eine passende finde.
und Einbau. Da gibt es eventuell in unserem Schrauberkit auch was Passendes. So. Jetzt sitze hier, das ist, sind die WLAN-Antenne, wo ich hier sitze. Die müssen auch weg. Und dann kann man den Frontrahmen ums Display wegnehmen. Da fängt man am besten auf der Seite irgendwo an, von innen. Das geht dann meistens relativ gut. Display noch losschrauben. Dann kann man es rausnehmen. Muss man ein bisschen aufpassen mit dem Kabel. Das verläuft dahinter dran hoch und geht dann die Webcam. Die kann man vorsichtig auch rausnehmen. Aufpassen, dass man sie nicht zerbricht. So. Gut, dann haben wir hier den Deckel vor sich. Hier sieht man schön, rechts sind die Verschraubungen in dem Fall noch ganz und links dann halt gebrochen. Ich habe jetzt hier das neue original verpackte Ersatzteil, original von Asus. Wir sind ja auch original Asus Ersatzteil-Distributor. Hier sieht man auch nochmal die Spare-Part-Nummer. Beim Displaydeckel muss man noch dazu sagen, hier sieht man es auch, hier steht FHD dabei. Das Gerät gibt es auch mit HD Plus Display, also FHD steht für Full HD. Das gibt es auch mit HD Plus Display, da ist der Deckel ein klein bisschen anders. Und zwar ist die Verschraubung fürs Display ein klein bisschen versetzt. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man dann den richtigen Deckel bestellt. Aber wie vorher schon erwähnt, haben wir für das Gerät alle Varianten am Lager. Best einfach im Shop mal nachschauen. Hier kann man es nochmal vergleichen, wie es aussehen soll. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir das Display wieder ein. So. Fangen wir mit dem Display an. Zuerst die Webcam und das Kabel wird dann schön verlegen. Da muss man schauen, dass alles ordentlich liegt, sonst gibt es nämlich Druck aufs Display von hinten. Das ist dann unschön. So. Da unten muss man auch das Kabel wieder richtig einlegen. Und dann das Display verschraube.
So, dann kommt der Frontrahmen wieder drauf. Schön außenrum überall richtig drauf drücke. Wenn man vorher vorsichtig war beim Wegmachen, sollte das eigentlich auch wieder alles gut funktionieren. So, wenn das wieder ordentlich sitzt, kann man die WLAN-Antenne montieren. Und dann die Scharniere. Bei den Scharnieren ist dann wichtig, dass man sie wirklich gut anzieht und dass alle drei Schrauben drin sind. Auf der linken Seite auch. So, da fehlt mir jetzt noch eine Schraube. Die montiere ich nachher gleich nach. Hier muss man das Kabel noch drumherum legen. Und ich will euch jetzt nur noch schnell zeigen, wie die Leiste drauf geht. Die setzt man von der Seite wieder an, bisschen weiter rechts und schiebt sie einfach nach links. Das war's schon. Dann muss man nur die Display-Einheit wieder an das Grundgerät anbauen. Alles rückwärts, wie man es vorher gemacht habe. Und dann ist das Gerät repariert. Das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Das wird sonst der Rahmen sprengen. Aber ich denke, das bekommt man wieder hin. Wenn euch das Video geholfen und auch gefallen hat, würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke.